In der Zirkusschule über den Dächern der türkischen Stadt Mardin steht Jonglieren auf dem Stundenplan. Hier sollen syrische Flüchtlingskinder die Leichtigkeit im Leben wiederentdecken. Ich habe hier Sachen gelernt, durch die ich ein besserer Mensch werde. Was ich hier mache, könnte ich sonst nirgendwo tun. Die Zirkusschule gibt es seit 3 Jahren. Mittlerweile besuchen 120 Kinder aus Syrien und der Türkei den Unterricht hier. Gemeinsam lernen sie Akrobatiktricks und Türkisch. Das läuft aber nicht immer nur reibungslos. In den ersten Wochen gab es zwischendurch Konflikte zwischen türkischen und syrischen Kindern. Sie können sich streiten, aber vom ersten Tag an, wenn sie hier durch die Tür kommen, setzen wir eine Regel. Ihr dürft euch nicht schlagen, sonst gibt es hier kaum Regeln. Der Schuldirektor ist selbst vor dem Krieg in Syrien geflohen. Vor 4 Jahren kam er aus Damaskus in die Türkei und hat hier ein, wie er sagt, Paradies für die Kinder geschaffen. Sie erzählen mir, warum sie weinen, warum sie lachen. Wenn sie sauer auf mich sind, sagen sie es mir. Und wenn sie glücklich sind, kommen sie her und umarmen mich. Wir leben hier zusammen von morgens bis nachmittags. Die Türkei hat seit Ausbruch des Krieges in Syrien vor 6 Jahren fast 3 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Integrationsprogramme wie dieses helfen Kindern, ihren Weg in ein neues Leben zu starten.